Am 16. Oktober gaben die Preisträgerinnen und Preisträger des Interpretationswettbewerbs des gleichnamigen Festivals Verfemte Musik ein Konzert im Konservatorium Schwerin. Der Brigitte-Feldmann-Saal war voll. Eltern, Freunde und Bekannte lauschten den Stücken verfemter Komponisten. Interpretiert von jungen Musikerinnen und Musikern. Dieses Jahr war es so, dass tatsächlich auch sehr viele Anmeldungen waren. Es waren über 60 Anmeldungen. Allerdings Corona hat seinen Teil dazu beigetragen. In den Vorrunden mussten einige absagen, Gott sei Dank nicht in der Endrunde. Und es war ein extrem hohes Niveau und begeisterte junge Leute. Das Konzert der Preisträgerinnen und Preisträger bildete die Abschlussveranstaltung des internationalen Festivals. Dieses Festival ist seit 21 Jahren in Schwerin präsent. Es ist ein internationales Festival. Wir kriegen also durch dieses besondere Ereignis nicht nur viele Künstlerinnen und Künstler aus Europa und der Welt nach Schwerin, sondern wir bewahren das Andenken an Komponistinnen und Komponisten, die im Nazi-Regime gelitten haben, teilweise ums Leben gekommen sind. Insoweit, es hat nicht nur einen hohen künstlerischen Wert für uns, sondern es ist eine ganz besondere politische und gesellschaftliche Verantwortung, dass wir dieses Andenken wahren, und deswegen ist es so besonders und wichtig für Schwerin. Bis zu diesem Zeitpunkt wussten die Jungen und Mädchen nicht, welchen Preis sie gewonnen haben. Es gibt insgesamt 4 Hauptpreise. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr erstmalig auch die Kategorie Solokonzert. Diesen Preis erhielt der gebürtige Schweriner Alexander Prill. Der Saxophonist darf im nächsten Jahr gemeinsam mit der Mecklenburgischen Staatskapelle auftreten. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit, und man darf immer nicht vergessen, auch diese Corona-Nachwirkung, die ging ja bis Anfang des Jahres rein. Das heißt, das Repertoire, was die jungen Leute einstudieren, ist teilweise sehr, sehr schwer zu erarbeiten. Und vielleicht hätten wir oder haben wir in 2 Jahren noch eine viel größere Nachfrage, denn ich glaube, das spricht sich doch auch immer mehr rum, wie toll das hier bei uns in Schwerin ist. Im Rahmen des Festivals Verfemte Musik haben sich junge Musikerinnen und Musiker zum 12. Mal mit politisch verbotenen Werken des Nazi-Regimes auseinandergesetzt. Zusätzlich zu den Hauptpreisen wurden auch Sonderpreise vergeben. Unter anderem stiftete das Land Mecklenburg-Vorpommern einen Preis für besondere Nachwuchsleistung.